Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe Andreas Schaufert nochmal bei mir zu Gast. Hallo Andreas, wir haben ja schon viel von dir gehört und wir wissen heute gar nicht so recht, was wir machen wollen. Du hast einfach so viele interessante Erfahrungen. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwas gelesen hast, sondern du reist viel, du probierst Dinge aus. Wir haben ja jetzt zum Beispiel hier mit dem Eiwand in der letzten Sendung Experimente gemacht und wir werden vielleicht auch nochmal im Rückblick. Ja, wir können eigentlich sagen, dass die Dorothee Fricke, die behandelt wurde, auch im Nachtrag nochmal gesagt hatte, dass Schmerzen weg waren und natürlich, dass vielleicht nochmal langfristig verfolgt wird, ob sich auch mit ihren Augen was tut. Aber sie konnte auch ein bisschen mehr wahrnehmen, glaube ich, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Also, dass sie schemenhaft sieht, aber dann ein bisschen besser gesehen hat nach Aber wenn einer ich eine Behandlung. kleine Zwischenbemerkung machen darf, ich würde jetzt nicht all meine Hoffnungen in diesen Eiwand setzen. Das würde ich nicht. Also wir haben ja gemerkt, es ist wirklich sehr kräftig, sehr breit, aber es hat auch Grenzen. Das möchte ich Natürlich. wirklich sagen. Ja. Also ich habe gerade gestern hat mich ein Kunde angerufen, übrigens aus Deutschland, der hat gesagt, er hat Polyneuropathie, das ist eine Nervenstörung an den Fußsohlen, das heißt, er kann nur so wie eine Ente watscheln eigentlich. Ja. Und jetzt hat er mir gesagt, er hat 3 Stunden therapiert, null Resultat. Und darum einfach auch an die Leute, es ist extrem gut bei Muskelbeschwerden, Verspannungen jeglicher Art. Was haben wir noch? Diese Taubheit der Gefühle haben wir gehabt, Schmerzen generell super gut, aber bei Infekten schwach. Also Halsschmerzen praktisch wirkungslos, Nasen zu praktisch wirkungslos. Und das muss man einfach wirklich realistisch auch den Zuschauern einfach sagen, nicht damit sie da ihre ganze Hoffnung reinhängen. Ja, ich denke, die Erwartungshaltung darf nicht zu groß sein. Es ist einfach so, dass du viel Erfahrung gemacht hast mit über 90% Erfolg bei den Menschen. Aber das heißt nicht, dass eben das bei jedem sofort immer Nein. alles heilt. Es heißt zwar Magic Wand oder I Wand, aber man darf eben nicht alles erwarten. Das wäre ja auch ein Wunder, wenn das wirklich jetzt alles mit einem Zauberstab jetzt alles Genau, heilen würde. genau. Also ich habe gestern noch wir haben eine 83-jährige Frau therapiert, die hatte einen Hirnschlag vor 8 Jahren und die konnte nicht mehr selbstständig stehen. Und die haben wir mit meinem Bruder gefilmt und haben das therapiert und die konnte dann wirklich wieder stehen. Die hat in die Kamera bezeugt, das erste Mal wieder seit Monaten oder Jahren, dass sie selbstständig minutenlang dasteht. Also das ist schon alles sehr beeindruckend und wir erleben das ja auch, sogar täglich oft. Aber eben bitte einfach gewisse Realismus bewahren und nicht da das Wunder vom Himmel erwarten, das würde ich nicht. Sonst haben wir dann viele Enttäuschungen, auch Leute, die dann vielleicht schreiben würden, habe das und das versucht. Ja, einfach Oder Realismus die ein dann bisschen. sagen, ich merke nichts. Also ich bin ja auch jemand, der bei ganz vielen Dingen nichts merkt, wo man sagt, ja, was weiß ich, mit irgendwelchen Genau. Energien und so. Es gibt Leute, die sind da sensibler, die spüren gleich was, aber es gibt auch Menschen, die spüren erstmal nichts und sind dann vielleicht enttäuscht, weil sie dachten, das müsste jetzt wie ein wundersames Ding sofort zu spüren sein. Aber wir haben ja den Muskeltest gemacht und den kann jeder selber machen, dass man sieht einfach wirklich, da ist unheimlich viel mehr Kraft da. Ich habe gestern noch mit einer Kundin, die hat schon einen. Ja. Und das ist die Frau, die hat aufgrund der Parasiten, habe ich glaube ich erzählt, 26 Kilo verloren. Sie war noch 38 Kilo, ist über 70 Jahre alt, also die wäre eigentlich gestorben. Und dann haben wir ja diese Parasitenkur gemacht, jetzt hat sie 8 Kilo zugenommen und vermutlich aufgrund dessen hat sie jetzt immer Muskelschmerzen, weil jetzt die Muskeln wieder anfangen zu wachsen. Und sie sagt, dadurch geht der Muskelschmerz wirklich komplett weg. Und sie hat jetzt gerade gestern einen nachbestellt für ihren Sohn, der will jetzt eine Praxis eröffnen. Schulmediziner. Also das sind schon Beispiele, wo man sieht, es wirkt. Wie gesagt, für uns, für mich, zu Beginn war es ein Wunder, sage ich dir ganz offen. Ich hab Fälle erlebt, ich habe danach dem Hersteller geschrieben, das Ding kennt keine Grenzen. Wenn du mir vorstellst, ich habe dann, es waren 25 Leute im Raum und ich habe davon vielleicht 18 oder 20 therapiert. Und davon waren eigentlich alle, aber selbst schlimmste Fälle waren entweder besser oder ganz kuriert. Da habe ich einfach nur noch gestaunt. Aber zum Glück hat es eine Grenze. Und die wissen wir jetzt. Kann man so sauber kommunizieren.
Okay, super. Also das muss sich jeder überlegen. Aber ich denke, auch wenn es bei einem selber vielleicht jetzt nicht irgendwas bringt, dann kann man anderen immer damit helfen. Das Ja. heißt, man wird immer interessante Erfahrungen damit machen können. Es Richtig. ist also nichts, wo man sagt, ach, das Ding habe ich jetzt gekauft, jetzt ärgert es mich, dass ich es gekauft habe, Richtig. sondern irgendwem wird es garantiert helfen im Ja. Familienkreis oder wo auch immer. Also wir benutzen es ja selber täglich. Ja. Ich habe das immer dabei. Ist so handlich. Und gestern waren wir da im Moor draußen. Wie heißt das da? Moor? Teufelsmoor Bei gibt's der so, Hamme. oder? Neuhelgoland, ja. Ja, Wo war nicht die? so weit, aber da war so ein kleines Restaurant. Da war eine alte Frau, die hat sich über Asthma beschwert, Schimmelpilzasthma. Ja. Dann habe ich natürlich gleich das beim Schopf gepackt und habe mit ihr gesprochen, aber sie wollte nicht. Also, sie ist dann nicht gekommen. Aber einfach die Anregung, wir sollten nicht schüchtern sein, wenn wir was haben, das wir anbieten können, das ja kostenlos ist, schmerzfrei, in den meisten Fällen wirkt, dann bitte nur Mut und nutzen wir das aus. Das war meine Einstellung. Wunderbar. Nun will ich mal vielleicht ein bisschen das Thema wechseln, weil du, wie gesagt, sehr viele Erfahrungen machst. Du reist viel, du hast von Afrika erzählt, da kommt diese Jackfruit auch her, die ja auch, du hast ja auch gezeigt, dass sie sehr viel Kraft gibt, also energetisch scheinbar hochpotent ist. Du hast aber auch noch viele spannende Sachen in Afrika erlebt. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Da tickt man ja, tickt ja, ticken die Uhren ja sozusagen irgendwie völlig anders als bei Das uns, ist oder? absolut richtig, ja. Also, ich bin ja kein Afrika-Kenner gewesen. Ich komme ja da völlig unbedarft hin. Ich war zwar schon Als drei, Schweizer. als Schweizer, genau, war da zwar schon drei, vier Mal, aber immer nur kurze Zeit. Und dann kommt man da hin und dann, ja, zuerst bin ich offen gesagt ein bisschen erschrocken, vor allem meine Gegend, die hat mich dann schon ein bisschen so kurz aus der Fassung gebracht. Aber was mir aufgefallen ist, ist eigentlich ähnlich wie hier. Wir bringen da ja eine komplett neue Lehre. Das ist einfach so. Also wir haben jetzt die Leute, wie wir das hier ja auch tun, demonstrieren wir das in öffentlichen Seminaren, machen den Muskeltest, sagen, das sollt ihr essen, das sollt ihr nicht essen. Und dann haben wir natürlich durch den Pendel ein gewaltiges Hilfsmittel. Zum Beispiel da unten, da beschwert sich mindestens jeder Zweite, mindestens, beschwert sich über sogenannte Ulcers, also Magengeschwüre. Und der Schulmediziner, der gibt dann diese Magentabletten. Und ich habe dann schon nach einem Tag gewusst, weil ich dann drei, vier Leute getestet habe, habe ich gesehen, die haben ja gar keine Magengeschwüre, die haben Parasiten. Das heißt, wenn wir die Parasiten töten, sind die angeblichen Magenbeschwerden weg. Und dann haben wir gehabt, zum Beispiel haben sehr viele Kinder haben Asthma. Und das sind nur Pilze. Also in 90% der Fälle haben die Pilze, die wohnen ja zum Teil in Verhältnissen, das ist äußerst kritisch. Also Schimmel und sowas und haben wahrscheinlich viele da irgendwo in der Hütte oder wie? Ja, die essen natürlich erstens falsch, wie wir ja hier oft leider auch. Nur dort ist dann so dramatisch, weil natürlich die haben ja, sagen wir, immer 28 und 25 bis 30, 32 Grad, leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit, also höher wie hier. Das heißt, die Gefahr, dass was verschimmelt, ist extrem hoch. Wir wurden leider auch bereits wieder damit konfrontiert. Also ganzes einfaches Holzbrett ist in der Küche verschimmelt durch. Und die Leute sind sich natürlich nicht bewusst. Aber da kannst du Dinge sehen, da verschlägst du einfach die Sprache, da waren wir auf dem Land und dann trocknen die Yams, also Yamswurzel. Und dann fahren wir da vorbei, dann liegt das ganze Boden liegt voller Yamswurzeln getrocknet und dann sagt meine Frau, ja du, die sind ja alle verschimmelt. Aber das merken die nicht. Die sind sich nicht bewusst, was die jetzt da essen. Weil den Schimmel, den kannst du zwar kochen, aber der geht nicht kaputt. Und dann sind die eben, wie gesagt, 80% sind krank, zum Teil schwerst krank. Und da haben wir natürlich jetzt eine wirklich tolle Sache. Natürlich das gleiche Problem wie hier, weil, da muss man sich vorstellen, die essen eigentlich, würde ich sagen, sicherlich 70% Ungutes. Jetzt ist natürlich für die Menschen nicht leicht, aus ihrem Habitus, aus ihrer Gewohnheit auszubrechen. Da muss man also schauen, was passiert. Was mich sehr überrascht ist, sie sind sehr offen. Also die hören zu, es beeindruckt sie. Und dann müsste ich Ihnen überlassen, was Sie tun. Ja. Wie hier ja natürlich Wie auch, hier aber auch. bei uns hören die Menschen erstmal gar nicht zu, meistens, weil sie denken, der will uns was verkaufen. Das ist ja natürlich auch bei uns oftmals der Fall, dass die Leute wirklich Nahrungsmittel ändern kostet uns nichts. Das können wir einfach versuchen. Teste mal einen Monat das und dann wirst du sehen, wie es dir geht.
Also erzählst du erstmal was über die Ernährung. Man denkt ja, dass sie da vielleicht in Afrika eigentlich vielleicht mehr frische Pflanzennahrung zu sich nehmen, aber du sagst eben, es ist nicht der Fall und wie gesagt, die Dinge schimmeln schnell oder und sie achten da nicht so drauf auf die. Die achten gar nicht darauf und was sehr verblüffend ist, die haben zum Beispiel eine kleine Hülsenfrucht, so kleine Samen sind das. Das haben wir natürlich auch mit dem Pendel wieder rausgefunden. Man gibt das energetisch extrem hoch an, ja, und dann zeigst du das den Menschen, also gibst du ihnen irgendwie eben eine Jams, die schwingt sehr tief wie die Kartoffel, und dann ersetzt du das mit dieser kleinen Erbse und dann staunen die Leute gewaltig. Also die Idee des Langzeitprojekts, also ich sehe ja immer das in einem längeren Zeitkontext, also 15 Jahre, wenn die Leute mitmachen, dann wird natürlich das Volk gewaltig gestärkt, wenn sie nur noch Gutes anpflanzen und Gutes essen. Ja. Das ist eigentlich der langfristige Horizont, den wir da haben. Wo bist du denn eigentlich? Afrika ist ja groß. Ich bin in der glücklichen Lage, meines Erachtens in einem der schönsten Länder zu sein. Das ist Uganda, ist ca. 1000 Meter hoch. Mhm. Also es ist nie so eine brütende Hitze wie an der Ost- oder Westküste. Das ist immer so 25 bis 32 Grad maximal, leichte Brise. Täglich Sonnenschein, also seitdem ich in der Schweiz bin, habe ich, glaube ich, 2 Stunden Sonne gesehen. Ja. Das ist da ganz anders. Mhm. Sehr angenehm und natürlich eben sehr fruchtbar. Ja. Und es regnet quasi nur in der Nacht. Mhm. Also wenn es regnet, schüttet es aus Kübeln, dann regnet es 4-5 Stunden und dann ist fertig. Dann hast du schon wieder Sonne. Ja. Also ideale Bedingungen. Mhm. Und hügelig, gibt aber auch hohe Berge, 4600 Meter. Viele Seen, kannst du aber nicht nutzen. Ja. Da schwimmen dann riesige Boa Constrictors rum mit solchen Köpfen. Okay, dann packen wir die Badehose wieder ein. Genau, genau. Das ist halt der Vorteil an Europa, wir wissen gar nicht, was wir haben hier. Du kannst einfach hier in jeden See springen, da passiert dir nichts. Mhm. Da geht das nicht. Es gibt ein Gebiet, da könnte man es tun. Da ist komplett frei von Krokodilen und solchen Sachen. Mhm. Ich will gerade nochmal auf den Schimmel zurückkommen, weil ich das bei mir ja auch hatte. Das hattest du, als du bei mir reingekommen bist, hast du es im Eingang, glaube ich, gerochen. Und für mich war es halt so, dass ich es gewohnt war. Ich dachte immer, ja gut, muss mal wieder gelüftet werden. Ja. Und du hast dann lokalisiert, dass bei mir unten im Eingang quasi die Fußleiste irgendwie total schimmelig war. Das war auch jetzt nicht offensichtlich. Man musste quasi das erstmal feststellen und sich bewusst machen, dann natürlich Anti-Schimmel-Zeug drauf und dann hatte ich scheinbar auch irgendwie einen Pilz drin und durch dein Silberwasser habe ich das, denke ich, auch in den Griff gekriegt. Also ich habe das Gefühl, dass das raus ist. Mhm. Ist natürlich, braucht eine Zeit und ist nicht ganz einfach, natürlich so Pilze rauszukriegen. Jetzt klingelt da ein Telefon. Das ist am Ende vielleicht sogar meins, was ich erst vergessen habe auszuschalten, aber gut. Okay, peinlich. Aber das nur, dass also Schimmel eben auch bei uns ein Problem sein kann, ohne dass man es weiß. Also ich habe da ja ein Jahr oder 2 Jahre gewohnt und gedacht, naja, das riecht im Eingang manchmal ein bisschen muffig, aber kann man ja lüften und man gewöhnt sich dran. Ich habe jetzt eine Familie in der Schweiz, die hat eine kleine Tochter. Ich weiß jetzt noch nicht, was rauskommt, aber ich habe einen Vortrag gehabt letzte Woche in der Schweiz. Dann haben wir über dieses Thema gesprochen. Und dann geht sie natürlich sensibilisiert nach Hause und schaut dann eben diese schwarzen Flecken, oder vor allem im Badezimmer ist sehr kritisch, dass du diese Silikonstreifen mit schwarzen Punkten hast, dann hast du den Pilz schon. Ja. Den Sporen siehst du nicht, aber den Pilz siehst du dann. Und da ist natürlich die ganze Familie infiziert und die haben alle Pilze. Also das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Also für die Leute generell, wenn ihr das Gefühl habt, oder jetzt gerade Ehepartner, die können sich achten, wenn der Atem faulig ist, das ist in Afrika übrigens sehr gut, da muss ich den Leuten nur sagen, hauch mich mal an, und wenn der dann so faulig riecht, dann kannst du davon ausgehen, der hat Pilze. Mhm. Bei Parasiten ist nicht ganz so, also da habe ich noch keinen Schlüssel, in Afrika ist ohnehin einfacher, weil die Haut der Schwarzen, die spiegelt das sofort wieder, also die kriegen dann Hautschäden, das kriegen wir bei uns nicht. Mhm. Aber bei Parasiten, da könnt ihr euch einfach, da gibt es ja auch Phänomene, die eigentlich unverständlich sind für mich. Also einige Parasiten zehren die Leute förmlich aus, wie jetzt die Frau, die nur noch Haut und Knochen ist. Mhm. Und andere Parasiten, also aufgedunsen, die machen dann ein extrem aufgedunsenes Körperbild. Sind vielleicht verschiedene Parasiten, weiß ich nicht. Aber unglaublich, solche Dinge dann auch zu sehen. Was natürlich in Afrika extrem ist, jetzt im Vergleich zu hier,
Hier haben wir die Krankenhäuser, das heißt, die Kranken sind konzentriert auf einem Ort. Wenn du mal in der geriatrischen Abteilung warst, das ist ziemlich erschreckend, was da abläuft. Das ist eine Energie auch der Krankheit und das im Grunde ist katastrophal. Aber in Afrika bekommst du das einfach mit, weißt du, da bist du, wenn du überall in ein Haus gehst, dann, die sind einfach da, die Leute, das erlebst du wirklich. Und hier, also für mich ist eine sehr gute Schule, weil ich bin leider ein bisschen zu sensitiv in dem Sinn, dass wenn ich jetzt jemanden sehe, der leidet, dann haut es mir gleich eine hier in den Solarplexus rein, dann bin ich für ein paar Minuten out of, kann ich nichts mehr machen. Ja. Und da unten habe ich mir jetzt innerhalb von kürzester Zeit habe ich es geschafft, auch das Schrecklichste mir anzuschauen, ohne dass ich zusammenklappe. Ja, da siehst du Dinge, das ist... Weil du kannst ja niemandem helfen, wenn du quasi selber dann richtig dich zusammenziehst und sagst, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja. Und dann kannst du nichts machen. Also du, es ist kein Abstumpfen sozusagen, sondern du versuchst nur deine Solarplexus-Reaktion dir bewusst zu machen und zu sagen, okay, die ist mir nicht dienlich. Ja. Also versuche ich das da drüber zu kommen. Ja, stimmt. Mhm. Genau. Gelingt mir auch. Interessant, aber hätte ich nie gedacht. Okay. Sehr kurz. Also das ist eigentlich die Notwendigkeit, das führt mich dazu. Es ist absolut notwendig, dass ich mich komplett zumache. Mhm. Damit ich eben nicht überrumpelt werde von diesen Gefühlen. Und dann kann man natürlich, was mich auch sehr erstaunt, das gilt ja hier auch, also hier haben wir ja nicht 100% Erfolg, das weiß ja jeder und das weiß ich auch. Da drunten haben wir auch nicht 100% Erfolg, aber wir haben Erfolge, die sind völlig, also eigentlich nicht zu fassen. Also wir haben zum Beispiel einen konkreten Fall gehabt, der hat seit 15 Jahren grauenhafteste Magenkrämpfe gehabt. Und dann gehen die, wie hier auch, die gehen dann von Pontius zu Pilatus. Mhm. Und ich sag dir, du kannst, der heißt Elijah, der hat eine Nacht 80% weniger. Und solche Dinge durch haben was immer, jetzt? Ja, das möchte ich noch kurz sagen. Also das ist eine gute Frage, weil es kristallisieren sich ja dann Produkte raus da unten, weil die haben ja nicht viel Geld, die haben sehr wenig Geld. Das heißt, ich muss da Produkte finden, die sehr günstig sind und aber eben schnell wirken. Und das heißt, kristallisiert sich raus das MSM, also Methylsulfonyl. Nicht MMS. MSM? Methylsulfonylmethan, also eine Schwefelverbindung. Das ist wirklich das Nonplusultra. Wenn du das nimmst, kannst du zig Beschwerden problemlos innerhalb von kürzester Zeit in den Griff kriegen. Also von Parasiten, vielleicht nicht alle, aber sehr viele. Dann Vergiftungserscheinungen. Da unten haben wir sehr viele Vergiftungen. Vermutlich aufgrund von falscher Ernährung, aber auch aufgrund der Umweltverschmutzung. Das ist nicht so wie hier. Aber du hast einfach, wenn du Pech hast und du wohnst in der Nähe der Straße, dann hast du ein echtes Problem da. Hm. Weil das ist nicht so wie hier, dass du nichts merkst, wenn du hier auf der Autobahn, das siehst ja nichts und riechst ja nichts hier in Europa. Ja, das heißt aber nicht, dass nichts da ist. Ne? Ja, ja, aber da siehst du es und riechst du es. Ja, ja. Und zwar extrem. Also meine Kinder wurden ja schwerst krank, nach einer Woche schon. Mhm. Aufgrund dieser Vergiftung. In Afrika? Ja. Okay. Also die sind ja, wir mussten ja immer Angst haben, dass die sterben. So schlimm? Ja, sehr schlimm. Also die waren eigentlich, in den 4 Monaten waren die maximal 2 bis 3 Wochen gesund. Hm. Und sonst waren sie immer krank. Okay. Und kleine Babys, wie du weißt. Also sehr, sehr erschreckend zum Zuschauen. Und dann natürlich, das ist das Schade halt, weil die kleinen Babys, die nehmen ja nichts. Freiwillig. Hm. Die musst du ja zwingen. Hm. Und die Erwachsenen nehmen es wenigstens. Also nur zum Sagen, also MSM, fantastisch. Dann dieses Schreckgespenst. Ich bin in Norddeutschland, dann kann ich sagen, Schreckgespenst, glaube ich. Ja, geht auch, kann man sagen. dieses Schreckgespenst Malaria, das hat den Schrecken komplett verloren. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, warum die Leute ein Gezeter machen. Wir nehmen Artemisia, ist eine chinesische Heilpflanze, nur das. Hä? Wenn ich merke, meine Umgebung da gibt es Probleme, dann nehme ich 6 Kapseln oder ich gebe das den Leuten, Kindern und so. Stunde später, weg. Also sehr erstaunlich. Mhm. Und dann haben wir natürlich diese Pilzgeschichte, da machen wir das Zeolit. Ja, also vulkanisch oder das Gestein. Das wirkt sehr zuverlässig. Innerhalb von einer Woche ist der Atem, ich würde sagen, zu 80-90% sauber. Aber es gibt eben auch hier Pilzbefall, der ist kaum zu wegkriegen. Also das weißt du, wenn man Fußpilze hat, das ist erschreckend. Mhm. Und solche Dinge gibt es vermutlich auch im System. Und dann haben wir ja das Turmalin habe ich ja neu entdeckt, das ist auch interessant. Also ich bin immer auf der Suche gewesen,
nach etwas, das uns hilft bei Impfschäden. Mhm. Also hier haben wir ja wenig. Hier haben wir vielleicht, weiß ich, 1-5% vielleicht Impfschäden. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, das ist nicht offensichtlich, weil die Leute natürlich verschiedene Beschwerdebilder kriegen. Ja. Aber da unten hast du vielleicht 30%. Ja, ich meine, den ganzen alten Müll, das haben wir ja im Fernsehen gesehen. Die haben ja diese Vogelgrippeimpfung und Schweinegrippeimpfung, da haben wir ja Millionen in der Schweiz, 3,5 Millionen Packungen, wussten sie nicht, was machen damit. Nach Afrika. Wenn sie Pech haben, haben wir das denen geschenkt. Ja. Und dann weiß man, haben sich das reingehauen. Da wirst du ja quasi zwangsgeimpft, also du kannst dich, wenn du ins Spital, Krankenhaus gehst und du bist nicht geimpft, die lassen dich nicht rein. Und dann ist das eine sehr dramatische Geschichte, weil, also die Kinder werden geimpft, es gibt aber Leute, die das auch nicht mehr tun, weil sie extreme Reaktionen bei den Kindern hatten. Dann werden die also geimpft und dann werden die krank. Sagen wir mal, mit 35, 30 fängt das an. Müdigkeit, extreme Schlappheit, dass sie kaum mehr atmen und arbeiten können. Dann gehen die zum Arzt. Und dann passiert das Folgende, das ist sehr interessant. Dann kommt die Diagnose, welche, du weißt es, AIDS. Mhm. Dann bist du, dann du wirst, also die, ist verblüffend, also du wirst geimpft, dann wirst du krank und dann wirst du gleich nochmal in die Ecke geschoben, du hast jetzt AIDS und dann kommt die massive Drohung und die ist wirklich so. Jetzt musst du diese Medikamente nehmen bis an dein Lebensende, sonst wirst du sterben. Und dieser AIDS-Test, wir wissen es ja auch, der sagt im Grunde nicht aus, dass da irgendein Nein. Virus ist. Wird aber die haben Viren. Ich habe es getestet mit dem Pendel. Die haben schon Viren. Nicht alle, aber die haben tatsächlich Viren. Aber die haben nicht nur Viren, die haben auch Parasiten und die haben Pilze zugleich. Ja. Und das haben wir haben jetzt noch nicht hunderte therapiert, aber wir haben doch immerhin einige und denen ging es sehr schlecht. Aber die AIDS-Diagnose ist ja, wie gesagt, die ist an nichts wirklich festgemacht, Nein, sozusagen. Die absolut. Können das ja per Augenschein sozusagen diagnostizieren. An den Antikörpern. HIV-Test wird dann auch, glaube ich, höher abgerechnet als ein anderes Ergebnis. Also als Diagnose kriegt der Arzt dann auch besser bezahlt, wenn er einen AIDS-Patienten hat. Stimmt diese Aussage? Wurde gesagt, also ich war ja nicht in Afrika, ich kann es auch nur vom Hören sagen. Also auffällig ist, dass alle Ärzte sehr große und sehr schöne Häuser haben in Afrika. Das ist wirklich also auffällig, Ärzte, Anwälte, Politiker, die leben da sehr gut. Und ich habe das auch gehört, also wenn du einen AIDS-Fall diagnostizierst, dann kriegst du als Arzt von der WHO, das ist das, was ich gelesen habe, 110 US-Dollar. Und das ist ja auch das Phänomen in der Statistik. Die rechtfertigen das ja dann so, dass alle anderen Krankheiten sind verschwunden und die hat man dann einfach kanalisiert und hat jetzt AIDS draus gemacht. Ja, ja. Und die haben ja angeblich, ich habe das gelesen in der Zeitung, 12 Millionen AIDS-Fälle in Uganda. Stimmt es vermutlich nicht. Aber, sind laufen dramatische Sachen ab. Gut. Auf jeden Fall. Also du konntest da bei Leuten, mit denen direkt Kontakt hattest, denen konntest du helfen mit diesen verschiedenen Sachen. Ja. Das Silber sollten wir nochmal, Silberwasser erwähnen. Oder? Entschuldigung, jetzt haben wir was vergessen. Wir waren jetzt beim Impfen und ich habe gesagt, ich habe eigentlich seit Jahren suche ich was, was bei Impfschäden hilft und bei Zellveränderungen. Und dann habe ich ja diese Jackfruit getestet. Ja. Und ich teste dann, für was ist das gut. Und da hat man dann eben diese Impfschäden angegeben. Ja. Und das ist interessant. Und beim Turmalinpulver auch. Und das Interessante ist natürlich, wenn wir jetzt diese zwei Hilfsmittel haben, ich sage ja, mein Motto ist eigentlich, es gibt bereits was. Also der Mensch macht irgendwas kaputt, aber es ist bereits was da. Es gibt immer eine Lösung. Genau, Lösung. Muss man sie finden. Das ist ein bisschen das Problem manchmal. Aber oft findet man es glücklicherweise. Also das wollte ich eigentlich sagen, also diese Jackfrucht, wenn jemand Vergiftung hat, Impfschaden, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange wird das dauern, aber ich weiß einfach aufgrund des Tests, dass er da eine sicherlich positive Wirkung haben wird, in, sagen wir mal, einer vernünftigen Zeit. Weil wir haben ja gesehen, die Energie ist extrem. Auch mit den Getrockneten, also die muss nicht frisch sein, also das wird getrocknet, man kann es lagern. Ist besser, also da hast du keine Probleme mit Parasiten. Ich will da, euch oder dir noch schnell eine Geschichte erzählen von meinem Sohn, das war dann also erschreckend. Der hat Juckreiz bekommen am Po,
Und dann tagelang, und dann hat er ja immer, jede Nacht hat er geschrien, alle 10 Sekunden, ohne Scherz, aua, laut, alle 10 Sekunden. Und dann schaut meine Frau am Po, was da los ist, und dann sieht sie weiße Würmer. Und dann haben wir nicht gewusst, wo er die her hat. Und 2 Tage später, per Zufall, schneidet sie eine Mango auf, sehr reife Mango. Und da musst du aber gut schauen, weil die sind fast durchsichtig. Mhm. Und dann sieht sie diese Würmer in der Mango. Aha. Und die kleinen Kinder, oh, ja, die hauen natürlich einfach rein. Mhm. Jetzt sind die, haben wir, die sind weg, mit dem einen Mittel, das wir haben, sind die weg, sind aber in die Augen gewandert. Da kannst du dann sterben im Fall. Mhm. Aber der Körper, das haben wir jetzt auch gesehen, der verkapselt das. Also der macht ja dann Eiterbeulen, verkapselt das irgendwie und schleust das dann aus. Also da hat er jetzt nichts mehr. Aber er hat dafür hier, ja, es ist eine endlose Geschichte, es ist eine Katastrophe. Mhm. Also, ich habe das erzählt, um zu sagen, wenn du getrocknete Früchte nimmst, bist du einfach sicher, dass du keine Pilze und keine Parasiten nimmst. Wenn du frische Früchte isst, sei es Heidelbeeren nicht so schlimm, aber die Erdbeeren, achte dich mal, wenn du eine Schale kaufst. Lass sie mal stehen 1,5 Tage. Ja, eine fängt an zu schimmeln bestimmt. Genau, eben. Das heißt aber, der Schimmel, das ist das, was wir sehen, den Sporen sehen wir nicht. Und das ist einfach das Grundprinzip. Und also, mir schmecken getrocknete Früchte ohnehin besser, schon seit Kindheit. Aber sind dann, wenn die getrocknet sind, dann die Sachen nicht auch drin? Oder? Also da kann ja auch schon Sporen drin sein. Ja gut, die kannst du ja gar nicht trocknen, wenn sie geschimmelt sind, denke ich. Also die fallen von vornherein mal weg, die musst du kontrollieren, auswählen. Jackfrucht ist sehr gut, weil da brauchst du keine Angst zu haben. Die hat eine riesen Schale, so dick. Okay. Und dann ist die noch eingebettet in so einer leimartigen Masse. Also da hat kein Wurm eine Chance, da überhaupt durchzudringen. Und du hast dir das auch angeguckt, wo die sozusagen produziert oder aufbereitet werden, dass das ordentlich und sauber ist? Ja? Ja, da war ich ja, aber das Problem ist eben, das ist afrikanisch, die Lieferbereitschaft ist äußerst fragwürdig. Das haben wir ja versucht, selber zu dörren. Das mussten wir aufgeben. Da kämpfst du nur gegen Fliegen. Ja. Und dann haben wir versucht mit dem Netz, das ging auch nicht, da kommen die kleinen Fliegen. Also haben wir jetzt eine Genossenschaft, biologisch, die macht das, aber die hat uns bereits versetzt jetzt. Mhm. Also wir wollten eigentlich 100 Kilo und die haben jetzt 28 Kilo, mussten wir hinstressen und das noch mitzunehmen, also sehr enttäuschend wieder. Aber wenn man nach Afrika geht, dann muss man einfach das wissen, also man muss einfach den Standard, sagen wir mal, möglichst tief halten, dann wird man auch nicht enttäuscht, weil sonst könnte man vielleicht manchmal ein bisschen ärgerlich werden. Ja gut, das ist aber nicht eine Natur, wie man das so merkt. Du nimmst das alles erstmal so an und guckst dann, wo ist die Lösung. Also du sagst nicht, ach, Afrika nie wieder, weil da klappt gar nichts. Nein, sondern ja du guckst so. Dann, was kann man machen. Es klappt, gewisse Dinge klappen wirklich gar nicht. Die Straßen sind absolut desaströs in den meisten Fällen. Aber ich sag mal, wie gesagt, 5 bis 10 Jahre, 15 Jahre ist der Zeithorizont. Ich denke jetzt nicht, dass ich Uganda ändern kann als solches, aber ich mache jetzt ein kleines Beispiel. Eine Kundin, die kam zu uns und die hat dann so 2, 3 Wunderheilungen erlebt, also Wunderheilung in Anführungs- und Schlusszeichen. Und die ist verwandt mit dem Premierminister. Mhm. Also wenn ich zurückgehe, sofern ich zurückgehe, werde ich den Premierminister und seine Frau behandeln. Wenn es das Schicksal meint, dann wird er gesund und dann weiß man nie, was rauskommt. Darum für mich, ich überlasse das eigentlich einer höheren Warte, was da vorgesehen ist. Ich habe einfach gesehen, dass die eigentlich, viele Leute hätten es gerne, wenn mehr Weiße kämen. Mhm. Weil die natürlich, die haben zum Beispiel in Kampala, in der Hauptstadt, haben sie einen Weißen, also einen Iren, gewählt als Distriktvorsteher. Mhm. Ja, und der ist natürlich wirklich vorbildlich, weil der nimmt wirklich jetzt bildlich die Schaufel in die Hand und arbeitet und repariert die Straßen. Und das schätzen die Leute. Mhm. Abwarten. Also man kann da viel tun, ohne dass man eigentlich was tun muss, weil einfach im Unterschied zu hier, wo die Politik so ihre Strippen zieht, dort wirst du wirklich noch vom Volk gewählt. Also innerhalb von 2 Wochen wurde ich als LC, also Local Chief, vorgeschlagen. Mhm. Kein Scherz. Mhm. Weil die gesehen haben, seitdem ich da bin, bewegt sich was. Ja. Jetzt muss man einfach warten, was passiert. Das lasse ich eigentlich offen.
Aber wenn die Kinder krank sind und immer krank bleiben, dann gehen wir, können wir nicht mehr gehen, das geht nicht. Du hast im Vorgespräch, oder wir haben ja uns viel unterhalten, einige Dinge noch aus Afrika erzählt, die fast eigentlich unglaublich sind, die ein bisschen spooky klingen. Magst du da was drüber erzählen? Das hängt ganz von dir. Ja gut, wir können es uns anhören und gucken, erzählst du jetzt einen vom Pferd? Nein, du denkst ja keine Geschichten aus. Nein, ich schaue, aber ich habe nie Fernsehen geschaut da unten und auch Tageszeitung lese ich sehr wenig. Aber meine Frau hat das regelmäßig gemacht und auch die Angestellten. Das ist nicht so wie hier, dass du damit, sagen wir mal, theoretisch konfrontiert wirst. Das ist dort einfach sehr real und interessanterweise sehr präsent natürlich und auch in der Tagesschau, also heute oder ARD, die würde das bringen. Was jetzt? Die bringen zum Beispiel konkret jetzt, gerade bevor wir weg sind, also bevor ich weg bin, war ein Fall, da sind 4 Kinder immer im gleichen Jahr, also im gleichen Alter gestorben. Und dann sind die davon ausgegangen, in den News, dass vermutlich, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Vater war, auf jeden Fall irgendeiner diese Seelen quasi an den Teufel, ja, ist leider so, an den Teufel verkauft hat, um irdischen Profit zu kriegen. Wir haben vis-à-vis von unserem Haus ist eine riesen Villa von einem Afrikaner, der verkauft Billigkosmetik. Und da ist auch eine Geschichte kursiert darum, dass der auch solche Dinge gemacht hat, um eben reich zu werden. Und er hat jetzt 7 Villen da rumstehen, also das scheint sehr gut zu funktionieren. Von Idi Amin weiß man, dass er das Herz, glaube ich, seines Sohnes gegessen hat, also ganz perverse Sachen. Vielleicht sollten wir nicht zu lange, weil das ist einfach so, das ist ja so extrem, das ist ja kaum denkbar für uns. Wir haben ja ähnliche Sachen hier auch, aber einfach nicht so publik, da bringen die das wirklich. Oder diese eine Geschichte, die habe ich ja kurz erzählt, da wurde ein Mann, ein Reicher, bestohlen. Also zig Millionen Uganda-Schilling wurden da gestohlen. Und das hat meine Frau erzählt und dann war ein Foto in den Newspaper, also in der Zeitung. Dann wurde dieser Dieb wurde zur riesigen Schlange und das Geld lag neben diesem Dieb und die Leute haben das Geld aber nicht genommen, weil sie natürlich Angst hatten. Also sehr, sehr extreme Sachen, wenn man übers Land fährt, sogenannte Witch Doctors, also Zauberer oder Hexen, die gibt es tatsächlich, die kannst du auch aufsuchen und die werden auch mittels Beschwörungsritualen, werden die dann versuchen, entweder böse Geister durch andere böse Geister zu ersetzen. Solche Dinge, das hast du da wirklich präsent. Und was natürlich ganz erschreckend ist, man hört ja immer wieder hier, Afrika desolat, warum desolat? Also unserer Meinung nach, sowohl meine Frau wie auch andere Leute, das ist der Hauptgrund, dass da unten so ein Schlamassel herrscht. Schwarze Magie. Schwarze Magie, schwarze Magie und dann natürlich extreme Eifersucht. Also eine gute Bekannte dort hat mir erzählt, wörtlich, die wurde vergiftet oder es wurde versucht, sie zu vergiften, weil sie in eine bessere Schule gehen konnte wie die Nachbarin. Und solche Geschichten hört man sehr häufig. Und was erschreckend ist für mich, es ist ja eigentlich, also du hast ja da Kirchen wie Sand am Meer. Also an jeder Ecke ist eine Kirche. Und die sind rappelvoll. Und die sind nicht nur einmal in der Woche rappelvoll, die sind mehrmals in der Woche rappelvoll. Und dann hast du da noch 30% Moslems, hast vermutlich natürlich auch Atheisten und Teufelsanbeter. Und das ist ein gewaltiger Kampf. Und da weiß man natürlich nicht, was rauskommt. Das ist auch unsere Vermutung. Die Viren, die da sehr aggressiv sind, wir vermuten, dass das eben eigentlich wie Symbole sind für geistige Mächte. Also die haben das ganze Land im Griff. Die haben jetzt zum Beispiel eine Masernallergie, also eine Maser Epidemie. Obwohl sie ja geimpft sind, haben sie eine Masernepidemie, also völlig absurd. Ja. Und mit solchen Dingen wird man konfrontiert. Man muss nicht, wenn ich mich jetzt in gewissen, also wenn ich keine Zeitung lese, bekomme ich das nicht mit. Aber wenn man das liest und auf Fernsehen schaut, kriegt man das mit. Oder du gehst in eine Kirche. Da kann ich dich mitnehmen, wenn du kommst. 1000 Leute. Und da kannst du Dinge sehen, die sind ziemlich hart. Definitiv. Also siehst du da wirklich live, nichts geplant. Da siehst du, wie die besetzten Menschen wirklich zu Boden fallen
Aber nicht nur einer, Dutzende. Mhm. Und dann wälzen die sich hin und her, die schreien wie verrückt. Also, ja, nicht immer leichte Kost, aber gleichzeitig bin ich der Meinung, eben, es macht das Leben halt spannend. Es ist nicht nur eingleisig, sondern man wird einfach herausgefordert. Man muss auch schauen, wie stark ist man selbst. Ich meine, die Gefahr besteht ja. Ich habe so viel Kontakt mit Leuten, die echt krank sind. Also Viren und sonstiges Zeug. Ich war nie eine Minute krank, ich sag dir. Mhm. Und das ist für mich auch gut, weil ich habe gesehen, ich bin da doch relativ stark. Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, wie gehe ich damit um? Gehe ich jetzt auch in die Energie der Krankheit hinein? Das macht man ja in Krankenhäusern oder alte Leute, wenn die sich unterhalten. Ich habe hier, ich habe Rücken, ich habe... Und der andere sagt, ich habe nochmal, ich habe ein künstliches Rumpfbein. Ah, ich habe ja noch mehr. Und ich hast du die Operation. Ja. Und dann geben die an, was sie alles an Zipperlein haben und verstärken natürlich damit das Feld der Krankheit. Ne? Jawohl. Und man kann andererseits rangehen, okay, ich sehe das, da sind Leute krank, aber das ist... ich will ihnen helfen, ich habe Mitgefühl vielleicht, aber es ist nicht meine Energie. Ich versuche auf einer anderen Energie zu bleiben. Absolut. Das ist natürlich eine Gefahr, dass man sich da reinziehen lässt. Es ist ja mit allem, unsere Gedanken, damit fängt es ja an. Ja. Und wenn wir anfangen, ständig nur über negative Dinge zu reden, das ist ja auch die Gefahr, wenn wir uns mit Verschwörungstheorien oder mit dieser ganzen Thematik befassen, was in der Welt los ist, dann könnte man sagen, die Welt ist so schlecht und es wird immer schlimmer und guck das noch und das. Dann sitzen wir hier und sagen, oh, es wird immer schlimmer und so. Und dann werden wir wahrscheinlich von dieser Energie auch aufgesogen werden. Aber wir versuchen natürlich, und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man immer guckt, wo ist das Positive, wo ist das Licht und sich dahin wendet und nicht sagt, man kann das Dunkle sehen, aber... sich entscheiden für das, was man will. Also ich war ja, ist eigentlich genau, was du sagst, ich war ja dann nach einer Messe in China und dann auf dem Rückweg in Hongkong habe ich ja dann den Erfinder kennengelernt und das ist wirklich jetzt ein gutes Thema, weil er sagt wörtlich, das ist nicht seine Erfindung. Mhm. Also der bekommt das, er sagt, er bekommt das immer kurz vor dem Aufstehen, kriegt er ganz klare Gedanken oder Träume, was er machen muss, und dann, der ist ja Mathematiker und er ist ein hochintelligenter Mensch, und dann geht er dann hin und versucht das natürlich, wie kriege ich das in die Materie, funktioniert das auch? Und er sagt, es funktioniert, und das Schöne ist für mich, weil mit ihm habe ich mich wirklich wie Bruder zu Bruder verstanden, sofort, das Schöne ist für mich zu sehen, dieser Mensch ist freigebig, und er hat das jetzt bekommen, weil er eben freigebig ist. Das heißt, sein Bestreben ist, er will jetzt, das hat er auch gesagt, er will den chinesischen Landbevölkerung, den Bauern, also wie in Afrika, die haben ja keinerlei Zugang zu irgendwelchen Heilmitteln, außer die natürlichen Mittel, die sie aber vermutlich vergessen haben über die Jahrhunderte. Mhm. Und er will jetzt eigentlich, dass die Chinesen kostenlos zu Behandlungsmethoden kommen. Ja. Und das ist eigentlich das, was du sagst. Wir konzentrieren uns nicht auf das Negative, weil es gibt mehr als genügend Positives. Mhm. Übrigens können wir selbst ein Teil des Positiven sein. Mhm. Das ist ja das Schöne. Ja. Niemand hindert uns daran. Ja. Ich kann sofort beginnen, positiv zu sein. Und das zieht dann auch seine Kreise. Und absolut. Wir können ein Feld um uns aufbauen. Wir haben das zum Beispiel auf Kongressen, Bewusstkongress gemerkt. Auch wo vorher erst eine gedrückte Stimmung war und dann hat man ein Feld aufgebaut und es wirkt umherum, alle Leute strahlen, die kommen und sagen, Mensch, hier ist ja eine tolle Energie und man fühlt sich mit allen wildfremden Menschen gleich verbunden und möchte die fast umarmen. Genau. Das heißt, man kann so ein Feld im Grunde aufbauen und versuchen es zu halten. Also wir versuchen es und du machst das auch, wie gesagt, du guckst immer, wo sind die Lösungen, wo kannst du Menschen helfen. Der Eiwand ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, aber eben auch viele andere Dinge von deinem Wissen. Also du hast auf deiner Homepage, schreibst du darüber, du stellst die Produkte vor und man kann sehr viel, du hast ja auch Bücher geschrieben, also von deinem Wissen partizipieren. Schreibst du neue Bücher über Afrika und diese neuen Erfahrungen? Ja, sehr gut, ja. Ich habe mir das überlegt, Also gesund durch Wissen in Afrika, das wäre spannend, aber noch nicht jetzt. Okay. Noch zu früh. Braucht seine Zeit. Ja, noch nicht jetzt. Wann fährst du wieder hin? Ja, das kommt auf die Kinder drauf an. Die Kleine hat immer noch einen stark entzündeten Finger. Mhm. Und ich möchte einfach nicht gehen, bevor sie nicht absolut stabil sind. Und dann versuchen wir es nochmal. Und wenn es dann nicht geht, dann
müssen wir warten, bis sie größer sind, bis sie freiwillig die Sachen nehmen. Ja. Und dann gehen wir wieder. Zum Leben ist schön, aber eben mit gewissen Restriktionen, aber die muss man in der Lage in Kauf zu nehmen. Ich danke dir, Andreas, für diese Einblicke, vielfältigen Einblicke. Man sieht, du hast wirklich sehr viel erlebt und ziehst immer Erkenntnisse daraus, von denen wir auch etwas lernen können. Dafür danke ich dir, Andreas. Gern geschehen.